So, der Schlauch. Die Entwässerung war abgefallen und das Wasser ist da runtergelaufen und man sieht es wieder montiert. Kann da die Entwässerung des Deckels wieder rauslaufen. Guten Morgen YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauer aus heute? Montag, 9. November. Ihr seht, Schnitzelbunker ist leer. Ich habe recht Holz gebraucht im Oktober. Wir mussten ziemlich viel heizen. Bunker leer, muss aufgefüllt werden. Er ist am Hecklader Schaufel montieren. Ja, meine Holzschnitzel lade ich mit dem Hecklader zuerst in den Kipper rein und vom Kipper hinauf transportiert zum Bunker. Und an den Kipper hänge ich jetzt da den Same Leopard. Bevor ich da jetzt Holzschnitzel einhülle, nehme ich noch gerade Asche raus. Ist dringend nötig. Der Ofen ist voll Asche. Ja, im Winter, wenn die Heizung unter Volllast läuft, probiere ich eigentlich jeden Montag schnell den Ofen hinabzufahren und Asche raus. Und auch ein bisschen die Wände reinigen, Ruß wegkratzen. Aber jetzt denke ich, habe ich das über längere Zeit im Oktober nicht gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Asche rausgenommen habe. Im Fall waren der Kübel hier und diese hier voll Asche. Was ihr da hört, ist das Sauggebläse. Das saugt Luft ins Kamin rauf. Dann kommt weniger Asche oder Ruß raus. Ist für mich angenehmer. Eine Schubkarre voll. Holzschnitzel. Dank dem, dass ich dieses Jahr früher Schnitzel gemacht habe im Sommer, sind die jetzt trocken. Das Problem ist ja immer, ich habe in den letzten Jahren immer im Oktober erst gehackt und hier in den Schopf reingebracht und da waren sie voll am Gären. Und die Feuchtigkeit steigt dann rauf. Ich zeige euch das. In der obersten Schicht nur. Und hier ist es trocken. Braucht einfach ganz sicher einen Monat oder lieber länger und auch noch schönes Wetter beim Hacken, dann wird die Qualität der Schnitzel viel besser. Wenn man die feucht rausnehmen muss, zur Heizung führen, der Heizeffekt ist schlecht, die Heizung läuft schlecht, ist nicht gut. Darum habe ich dieses Jahr auch mehr gehackt
und in einem zweiten Wagenschopf eingefüllt. Ein zweites Lager. Wenn unten weg, alles weg ist, kommt das Lager hier zum Zug. Und es ist mir möglich, dann in den Wintermonaten mal zu hacken und wieder unten einzufüllen, wenn es leer ist. Mit so zwei Standorten funktioniert das viel besser. Kaffeepause bei Bauer Hause. Neuer Engelbert Strauß Katalog. Da schaue ich mal rein. So, Bunker voll. Schließen. Sonnenuntergang. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ja, noch schnell ein paar Bilder der speziellen Abendstimmung. Ein leichter Bodennebel befindet sich da 1 Meter über Boden. Ja, es ist jetzt 20 vor 6. Ich mache da noch ein paar 100 Meter, marschiere ich da mit der Numa bei meinem Feld. Ich muss da noch weiter filmen. So speziell diese kleine Bodennebel.